Das kann nicht wahr sein, G. Wir haben dich mit Corona angesteckt. Wie bist du schon wieder hier? Was müssen wir dir noch entgegenwerfen, dass du aufhörst? Warum gibst du nicht einfach auf? Weil ich nicht bin wie ihr. G, dieser Wahnsinn muss aufhören. Hör nicht auf, YouTube erobern zu wollen. Ich höre erst auf, wenn ich an der Spitze bin, du Made. Unterwasserlevel müssen hier definitiv in dieses Video rein. Ich kenne keine einzige Person da draußen, wobei hier wird bestimmt einer in die Kommentare schreiben, wie geil er die Wasserlevel findet. Jedenfalls kenne ich persönlich keinen, der diese Level feiert. Man ist langsam, manchmal ist alles so dunkel, da muss man wieder an die Oberfläche, um wieder ganz unterzutauchen. Das ist einfach meiner Meinung nach extrem nervig. Verfluchte Wasserlevel! Das nächste wäre für mich, wenn Spieleentwickler sich lustig über ihre eigenen Fehler machen und dann die Probleme trotzdem im Spiel lassen. Das aktuellste, was ich kenne, ist in Modern Warfare 3. Da haben sie einen Waffenskin reingebracht, das so eine spezielle Animation hat. Da packt dein Charakter die Knarre seitlich, um drauf zu zocken, doch als das Spiel startet, steht da, das Update erfordert einen Neustart. Das Problem ist, dieses Problem hat Modern Warfare seit Teil 1 und sie ändern es auch nicht. Also manchmal war es bei mir so, dass das Spiel wortwörtlich 20 Mal gefühlt neu starten musste, weil immer wieder dieses Problem aufgetaucht ist, Update erfordert Neustart. Also da macht man sich immer darüber lustig und macht einen Waffenskin für Geld. Ihr kennt das alle. Ihr kauft ein Spiel für, keine Ahnung, 70 Euro und nachdem ihr erstmal 50 Day One Patches runtergeladen habt, wollt ihr endlich das Spiel zocken und dann kommen diese Datenschutzerklärungen. Das Problem ist, es wird halt noch immer schlimmer. Ich hatte letztens irgendein Spiel gekauft, keine Ahnung, welches es auch immer war, und da kamen drei solche Seiten. Also Datenschutzerklärung 1, dann für Multiplayer, dann wollen sie noch irgendwie Daten sammeln für ihre scheiß Werbezwecke oder so ein Dreck. Ganz ehrlich, wir zahlen euch 80 Euro. Ihr seid unsere Bitch. Wir wollen einfach nur das Spiel zocken. Nein. Bald wollen sie noch, keine Ahnung, unsere Seele und dann noch einen Bluttest. Keiner will eure 80 Meter Seiten lesen. Lasst einfach das Spiel so sein, wie es ist und verpisst euch. Ihr kennt das sicher auch alle. Ihr habt euch gerade mal eine halbe Stunde hingesetzt und habt angefangen zu zocken und seid gerade an einer spannenden Stelle bei einem Boss oder mitten in einem Online-Match. Und dann hörst du nur dumpf, wie jemand deinen Namen schreit. Sei es deine Mutter, deine Freundin, deine Frau oder eines deiner Geschwister. Das muss Minimum alle 3 Tage passieren und egal wie oft, wir werden uns nie dran gewöhnen oder es aufhören zu hassen. Vielleicht kennt ihr auch den nächsten Punkt. Ein Kollege überredet euch, das nächste Kampf, Rennen oder Ballerspiel zu kaufen, worauf du eigentlich gar keinen Bock hattest. Doch da du kein Arsch sein und mit deinen Freunden oder deinem Freund zocken wolltest, hast du es dir gekauft. Nur dafür, dass nach einer Woche keiner mehr von denen, die dich überredet haben, Bock auf das Spiel haben und dich sitzen lassen. Also ganz ehrlich, jeder von euch, der sowas einem Bro angetan hat, sollte für seinen Bro das nächste Spiel kaufen. Nein, ich finde sogar, es sollte ein fucking Gesetz werden. Der nächste Punkt ist vielleicht eher spezifisch, aber das könnten auch einige von euch kennen. Letztens ist mir das erst bei Jedi Survivor passiert. Irgendwann im Laufe der Story taucht irgendein Boss auf. Eine Cutscene zeigt, wie krass er ist, doch als dann der Bossfight beginnt, seid ihr eigentlich viel krasser und schlägt dem Typen die Fresse ein. Nur dafür, dass nachdem seine Lebensleiste komplett weg ist, eine Cutscene kommt und komplett das Gegenteil zeigt. Also im Grunde, dass ihr auf die Fresse bekommen habt. I will not be imprisoned again. Escort-Mission. Ich glaube, ich spreche für jeden, wenn ich sage, dass diese Art von Mission jeder, wirklich jeder hasst. Und das einzige Spiel, welches mir in den Sinn kommt, wenn ich an Escort-Mission denke, ist Resident Evil 4. Nicht das Remake, sondern das Original. Hier müssen wir in bestimmten Situationen im Spiel auf die Tochter des Präsidenten Ashley aufpassen, beziehungsweise sie beschützen. Und ganz ehrlich, im Original lief sie manchmal förmlich in die Hände der Gegner. Und nachdem du zum 100. Mal... gehört hast, willst du dich am liebsten selber erschießen. Weiter geht es mit Spielen, die einfach gefühlt für den sinnlosesten Scheiß einer Internetverbindung benötigen. Da kommt mir direkt Resident Evil 7 und 8 in den Sinn. Erstelle einen Account, damit du bei Bestenlisten mitmachen kannst. Akzeptiere das, damit wir deine Gaming-Daten sammeln und dann in die Bestenliste packen. Ganz ehrlich, fuck off. Was habe ich von irgendwelchen Drecks-Bestenlisten in Horrorspielen? Kann mir einer sinnvoll erklären, wozu ich dafür auch noch einen Drecks-Account erstellen soll? Einfach lässig der Dreck und ich hoffe, es stirbt aus. Und bei was ich auch hoffe, dass es ausstirbt, sind NPCs in Spielen, die von uns verlangen, dass wir ihnen folgen. Bro, geht es mir nur so, dass sind diese Typen immer zu langsam, um mit mir mitzuhalten, wenn ich sprinte,
aber zu schnell, wenn ich normal laufe. Wieso kann man das nicht so programmieren, dass die NPCs genauso schnell sprinten oder laufen wie wir? Dass das überhaupt ein Problem ist im Jahr 2024, ist traurig. Wir hatten hier schon Unterwasserlevel, doch eine Sache, die ich persönlich mehr hasse als das, sind Kanalisationslevel. Und jedes Horrorspiel, das was von sich hält, muss gefühlt ein Level oder ein Abschnitt haben, das in einer Kanalisation ist. Wirklich von Resident Evil und Outlast bis hin zu Dying Light oder auch Dead Island. Was haben die Entwickler mit diesen scheiß Kanalisationen? Es ist komplett unübersichtlich, man hat manchmal kaum Platz und wenn es Abschnitte gibt, wo man ins Wasser muss, ist man auch noch extrem langsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es nicht mehr sehen. Einige von euch haben auf TikTok nicht skippbare Cutscenes geschrieben und da stimme ich euch teils zu. Ich meine, wenn du ein Spiel das erste Mal durchspielst, ist es völlig in Ordnung, dass die Entwickler wollen, dass du eben deren Cutscenes siehst, da es eben wichtig für die Story ist. Doch sollte es ein New Game Plus geben und man müsste sich die Cutscenes trotzdem reinziehen, ist das natürlich ziemlich abgefuckt. Oder wenn man sich das Intro eines Bossfights 20 Mal reinziehen muss, weil man gegen den verloren hat. Das muss skippbar sein und da gebe ich euch völlig recht. In einem weiteren Kommentar habt ihr Zeitmission erwähnt und da kann ich euch nur zustimmen. Mir fällt da persönlich eins der Dead Rising Spiele ein, wo du eben die ganze Zeit diesen Timer hast, bevor die Stadt in Luft gejagt wird. Über das gesamte Spiel hinweg. Und das finde ich persönlich nur ekelhaft. Dann geht es weiter mit dem Kollegen, der nach jeder Battle Royale oder irgendeiner Online-Match-Runde eine rauchen gehen muss. Bruder, wegen dem müssen wir jedes Mal 5 Minuten länger warten, da du noch auf Toilette gehen musst oder dir ein 5-Gänge-Menü zubereitest, das du dann während der Matches frisst. Ah, da packe ich gleich den Kollegen rein, der sobald das Match beginnt, irgendwas anfängt zu fressen. Bro, ess davor oder danach, nicht jeder will dein Drecks-ASMR beim Zocken hören. Das nächste ist zwar eine kleine Sache, aber geht mir persönlich auch auf den Sack. Da sie einfach den Spielflow stören und das sind geheime Ladebildschirme. Also wenn du nicht weißt, wovon ich rede, ganz einfach. Kennst du das, wenn in God of War Kratos einen Felsen, der im Weg ist, mit einem Schlag komplett zerstören könnte? Das Ding aber lieber hochstemmt und dann noch wartet, bis sein Sohn durchkrabbelt? Genau das sind versteckte Ladebildschirme. Wenn man sie wenigstens etwas glaubwürdiger machen würde, als wie das Beispiel mit Kratos, hätte ich auch nichts dagegen. Beispielsweise gibt es in The Last of Us 2 so eine Stelle, wo wir unsere Partnerin mitten in einem Schneesturm verlieren und sie dann auch eine Weile suchen müssen, bis sie sich wieder bei uns meldet. Genau das war auch ein versteckter Ladebildschirm, nur dass es hier perfekt war. Tina! Ellie! Ellie! Oh, thank God! Weiter geht es mit Freunden, die extreme Grafikfetischisten sind. Sagen wir, du hast mit deinen Jungs Sons of the Forest gekauft. Und ihr alle habt mega viel Spaß, bis auf den einen Bruder, der wirklich jedes Detail im Spiel kritisiert, dass es keine 16K-Auflösung bei 50.000 FPS hat. Wenn du solche Leute in deiner Gaming-Gruppe hast, kick sie raus, Bro. Glaub mir, es ist den Konflikt nicht wert. Ich verstehe nicht, wie ihr solche Spiele spielen könnt. Es hat nicht mal 120 FPS. Wegen dir haben wir so viele Spiele geskippt, du elender, kleiner, beschissener Bastard. Also hock deinen verstrumpelten Arsch hin und zock mit uns dieses Spiel, hast du verstanden? Aber die FPS! FPS! Es macht Spaß! Das nächste ist an die Familienmitglieder und Mitbewohner gewidmet, die sich mit dir eine Internetverbindung teilen. Und genau dann, wenn du gerade irgendwas online zocken willst oder vielleicht sogar streamen willst, plötzlich alle ins Internet müssen und somit für eine beschissene Internetverbindung sorgen. Mein Tipp an alle, wenn ihr könnt, holt euch ein LAN-Kabel. Geht in die Routereinstellungen und priorisiert eure Konsole oder PC, damit die anderen zwar das Internet nutzen können, doch du trotzdem eine stabilere Verbindung hast als der Rest. Weil die Itachi Uchiha-Version würde euch nur in den Knast bringen. Eine weitere Sache, die mich persönlich in den letzten Spielen extrem stört, sind fucking Tutorials. Sie sind zwar nett gemeint, doch es sollte wenigstens die Möglichkeit geben, für Spieler, die in ihrem Leben auch mal einen Controller angefasst haben, den Scheiß zu skippen. Noch dümmer ist es in Spielen, die eine Fortsetzung sind und man wirklich gezwungen wird, alle Moves nochmal durchzugehen. Wenn wir schon mal dabei sind, muss ich auch Fortsetzungen mit reinnehmen, wo man aus irgendeinem Grund alle Fähigkeiten und Skills, die man im Vorgänger gelernt und freigeschaltet hat, im zweiten Teil nochmal freischalten muss. Ich meine, warum? Wo ist der Sinn? Warum muss ich jetzt nochmal 20 Sachen finden, damit sich meine Lebensleiste erhöht? Was ist denn passiert, dass alles wieder zurückgesetzt wurde? Wenn man dafür wenigstens eine gute Lösung hätte, wie damals in God of War 2, wo man von Zeus verraten wird und alle seine Kräfte verliert, könnte man den Scheiß besser nachvollziehen und wäre vielleicht noch motivierter, den Grind wieder zu starten. Wenn ihr Erfolg oder Trophäenjäger seid, werdet ihr eventuell wissen, was als nächstes kommt. Und das sind Erfolge, die man sich in Online-Partien holen muss. Am besten mit einem kompletten Team, die einen dabei unterstützen. Das ist leider eine Sache, die viel zu oft vorkommt und mich persönlich davon sehr oft abgehalten hat, alle Erfolge in einem Spiel zu bekommen. Die Entwickler sollten es berücksichtigen, dass nicht jeder aus der Freundesgruppe sich deren Spiel kauft und darauf wartet, jeden Erfolg zu holen. Der Scheiß ist eine Sache, die leider in fast jedem Spiel vorkommt. Und das Letzte für diese Liste sind Spiele, die bei Release extrem viele Probleme haben, aber dann irgendwann nach 2 Jahren so werden, wie es die Entwickler versprochen haben. Natürlich ist es ja nichts Schlechtes, wenn die Entwickler weiter an ihrem Game arbeiten, aber was bringt es einem, der das Spiel schon 3 oder 4 Mal durchgespielt und gelöscht hat, das Spiel nochmal zu installieren? Warum kann man sich nicht einfach die Zeit lassen und das Spiel so rausbringen, wie man Werbung dafür gemacht hat? Die Antwort ist easy und leider lautet sie meistens: geldgeile Arschgeigen, die Druck auf Entwickler machen. Und wir haben auch am Ende angekommen, Freunde, und verzeiht für die Verspätung, dass das Video erst jetzt gekommen ist. Ihr kennt das bestimmt, ne? Neujahresvorsatz. Ich habe gesagt so, ey, weißt du was? Nächstes Jahr zerfetzt sich alles und bla 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 und dies und das. Anscheinend habe ich zu viel gesprochen.
Minuten Bass in das Auge gemacht. Ich schwör's euch, am zweiten Tag, glaube ich, instant Corona gehabt. Aber wie gesagt, wir legen jetzt komplett los, so Gott will. In dem Sinne, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal für den allerbesten Gaming-Content hier auf YouTube und wir sehen uns beim nächsten Video.